Hallo zusammen, habt ihr einen Shelly Button 1, habt ihn verkonfiguriert oder funktioniert nicht mehr richtig? Ihr wollt ein Reset machen? Ich zeige euch, wie es geht. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es um dein Shelly Button 1. Es kann ab und zu sein, dass ihr den resetten müsst. Man muss wissen, wie das funktioniert. Darum geht es in diesem Video und wir gehen direkt rein. Nehmt den Shelly Button 1, dreht ihn um. An einer der Ecken gibt es eine kleine Einsparung. Dort könnt ihr mit einem Schraubenzieher einfahren oder mit dem Fingernagel und könnt den Deckel ablösen. Klopft nun vorsichtig die Batterie heraus. Darunter befindet sich ein kleiner Knopf. Diesen drückt ihr und lasst ihn so lange gedrückt, bis die LED, nachdem sie schnell geblinkt hat, wieder etwas ruhiger blinkt. Nun könnt ihr den Akku wieder einbauen. Den Deckel an der kleinen Abrundung kommt auf das Gegenstück. Drückt den Deckel einfach wieder drauf und fertig ist der Shelly Button 1 zurückgesetzt. Ihr habt gesehen, es ist ganz einfach, den Shelly Button 1 zu resetten. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.